Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Hier erfahren Sie, wie Sie das macOS-Betriebssystem auf Ihrem Mac installieren oder zurücksetzen können. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Probleme mit Ihrer aktuellen Installation haben oder wenn Sie auf eine neue Version aktualisieren. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Sie eine Neuinstallation durchführen müssen. Vielleicht möchten Sie Ihr Betriebssystem neu installieren, um Probleme mit Ihrem Mac zu beheben. Eine Neuinstallation ist hilfreich, wenn Ihr Gerät nicht richtig funktioniert. Dabei werden alle Dateien entfernt, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, bevor Sie das Betriebssystem auf einem neuen formatierenden Laufwerk installieren. Eine saubere Installation sollte auch durchgeführt werden, bevor Sie Ihren Mac verkaufen oder an einem neuen Besitzer weitergeben. Sie können Sie alle Daten von Ihrem Mac entfernen und ihn auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Was auch immer der Grund ist, eine Neuinstallation von macOS kann eine Menge Probleme lösen. Bis vor kurzem war es eine gute Idee, Ihr System neu zu installieren, wenn Sie einige Probleme mit Ihrem Mac beheben wollten. Heute ist diese Lösung nicht mehr sehr sinnvoll. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Computer haben, reicht es aus, das System zurücksetzen, ohne es neu zu installieren. macOS kann durch keine von Benutzern installierte Software verändert werden. Daher müssen Sie das System nur dann neu installieren, wenn macOS nicht mehr startet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, macOS sauber zu installieren. Die traditionelle Methode besteht darin, eine bootfähige Kopie des macOS-Installierungsprogramms auf einem USB-Stick zu erstellen und dann den Datenträger von der Installation des Betriebssystems neu zu formatieren. Es gibt auch eine noch einfachere Methode, nämlich die Neuinstallation des Betriebssystems mit macOS Recovery. Diese Methode hilft Ihnen, Ihr System wieder zum Laufen zu bringen, ohne ein bootfähiges macOS-Flash-Laufwerk zu haben. Wenn Sie macOS Monterey oder höher auf einem M1, M2 oder Intel-Prozessor mit D2-Chip ausführen, gibt es in den Systemeinstellungen eine Option, mit der Sie das System zurücksetzen können, ohne es neu zu installieren. Diese Methode wird Ihnen helfen, ein sauberes Betriebssystem zu erhalten. Es ist eine Art Zurücksetzen des Systems auf seine ursprüngliche Form. Also lassen Sie uns zunächst verstehen, wie man macOS mit einem bootfähigen Flash-Laufwerk neu installiert. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie ein Backup Ihrer wichtigen Daten haben. Das könnten Sie mit Time Machine oder anderen Methoden tun. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Zugang zum Internet haben, um das benötigte macOS-Image herunterzuladen. Sie benötigen außerdem ein Flash-Laufwerk mit mindestens 16 GB Speicherkapazität. Laden Sie ein macOS Image aus dem App Store herunter. Suchen Sie nach der Version von macOS, die Sie herunterladen möchten. Und klicken Sie auf Herunterladen. Warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist. Erstellen Sie dann ein bootfähiges Flash-Laufwerk mit Terminal. Öffnen Sie Launchpad, Programme, andere Terminal. Geben Sie im Terminal den folgenden Befehl ein. Hier müssen Sie die Version des Betriebssystems und den Namen des Laufwerks angeben, auf das das Systemabbild geschrieben werden soll, also unter USB-Laufwerk.
drücken Sie dann die Eingabetaste, um fortzufahren. Auf die Meldung, dass das Laufwerk gelöscht wird, geben Sie zur Bestätigung Ja ein. Stecken Sie anschließend das betreffende USB-Laufwerk in den Mac, dessen Betriebssystem Sie neu installieren möchten, und starten Sie ihn. Um von USB zu booten, drücken Sie die Option-Taste. Drücken Sie die Option-Taste, bis die Auswahl des Startgeräts auf dem Bildschirm erscheint. Wählen Sie von USB-Stick booten. Wenn Sie beim Booten von einem USB-Stick die folgende Meldung sehen: Die Sicherheitseinstellungen erlauben es diesem Mac nicht, eine externe Bootdisk zu verwenden. Sie müssen die Sicherheitseinstellungen anpassen. Um die Einstellungen zu ändern, müssen Sie Ihren Computer neu starten und die Tastenkombinationen-Befehl plus R drücken. Öffnen Sie dann im Fenster Wiederherstellung die Option Dienstprogramme, Sicherheitsdienstprogramm für den Start. Aktivieren Sie hier das Kontrollkärtchen neben mittlerer Sicherheit, um ganz unten Button von externen oder Wechselmedien zu lassen. Klicken Sie dann auf den Apfel und starten Sie Ihren Mac mit gedrückter Option-Taste neu. Nachdem Sie die Sicherheitseinstellungen geändert haben, sollten Sie in der Lage sein, von einem Wechselmedien zu booten. Wählen Sie den notwendigen Datenträger aus. Klicken Sie dann auf macOS installieren, in meinem Fall Ventura, und auf Fortfahren. Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung. Wählen Sie nun den Datenträger aus, auf dem das System installiert werden soll, und klicken Sie auf Fortfahren. Während des Installationsprogramms wird Ihr Mac mehrmals neu gestartet. Als Ergebnis erhalten Sie einen Mac mit einem sauberen Betriebssystem. Nun müssen Sie ihn nur noch konfigurieren, Ihre Region, Sprache, Tastaturbelegung und so weiter auswählen. Diese Methode eignet sich auch, wenn Sie eine frühere Version von macOS als die derzeit installierte installieren möchten. Alles, was Sie tun müssen, ist einen geeigneten Bootloader aus dem App Store herunterzuladen. Eine weitere effektive Möglichkeit, macOS neu zu installieren, ist die Verwendung des integrierten Wiederherstellungsmodus. Der Mac-Wiederherstellungsmodus ist eine speziell entwickelte Funktion, mit der Sie Ihr System wiederherstellen können, auch wenn Ihr Mac nicht automatisch starten kann. Sie können dieses Modus verwenden, um das Betriebssystem neu zu installieren, Ihr MacBook zu bereinigen, Ihr System zurückzusetzen, Daten aus einer Time-Maschine Sicherung wiederherzustellen und vieles mehr. Um zu beginnen, schalten Sie Ihren Computer aus, halten Sie die Befehltaste plus R bei Intel Macs oder die Eingabetaste bei Apple Silicon gedrückt und schalten Sie den Computer ein. Lassen Sie die Taste nicht los, bis das Apple-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Sobald der Computer hochgefahren ist, erscheint der Bildschirm macOS Utilities, in dem Sie die gewünschte Option auswählen können. Aus Time Machine Backup wiederherstellen. Damit können Sie Ihr System und Ihre Daten aus einem zuvor erstellten Backup wiederherstellen. macOS neu installieren. Ermöglicht Ihnen die neue Installation des Betriebssystems, ohne Ihre Dateien zu löschen. Das Platin-Dienstprogramm ermöglicht es Ihnen, Datenträger und Partitionen auf Ihrem Computer zu überprüfen, zu reparieren oder zu löschen. Safari App. Wenn Sie eine Internetverbindung haben, können Sie damit weitere Informationen auf der Support-Website von Apple finden. Im Wiederherstellungsmodus werden die Plugins und Erweiterungen des Safari-Browsers deaktiviert. Um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, klicken Sie auf das Wi-Fi-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Der Wiederherstellungsmodus sollte nun mit dem Internet verbunden sein und Sie sollten bei Bedarf einen Browser verwenden können oder das System sollte in der Lage sein, zusätzliche Installationssoftware herunterzuladen. Wenn Sie die Daten auf Ihrem Mac vor der Installation vollständig löschen möchten, öffnen Sie als nächstes das Festplatten-Dienstprogramm. Um alle Daten zu löschen, müssen Sie das Macintosh HD Volumen löschen. Je nach Version des Betriebssystems kann es mehr als ein Volumen geben. Wichtig ist dabei, dass die Bootpartitionen nicht gelöscht wird, da sie normalerweise nicht viel Platz einnimmt und einen passenden Namen hat.
Nach dem Formatieren des Datenträgers drücken Sie Command plus Q, um zum Fenster Wiederherstellungsprogramme zurückzukehren, und klicken Sie dann auf macOS neu installieren. Wenn Sie den Datenträger nicht löschen möchten, können Sie sofort auf macOS neu installieren klicken, um den Vorgang zu starten. An dieser Stelle werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre Apple-ID oder Ihr macOS-Passwort einzugeben. Klicken Sie auf Fortfahren, bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung, wählen Sie dann den Datenträger aus, auf dem das System installiert werden soll, und klicken Sie auf Fortfahren. Der Vorgang der Neuinstallation kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sobald er abgeschlossen ist, sehen Sie ein Anmeldenfenster. Sie haben nun ein komplett sauberes macOS. Diese Methode wird Ihnen auch helfen, Ihr System wieder zum Laufen zu bringen, wenn Sie Probleme beim Booten haben. Die nächste Möglichkeit, ein sauberes System zu erhalten, ist die Option Alle Inhalte und Einstellungen löschen in den Systemeinstellungen Ihres Macs. Diese Option ist in macOS Monterey oder Ventura und späteren Versionen auf Macs M1, M2 oder Intel Macs mit T2-Chip verfügbar. Für Macs ohne T2-Chip verwenden Sie die vorherige Methode. Bevor Sie einen System-Reset starten, wird empfohlen, ein Backup zu erstellen für den Fall, dass etwas schief geht. Um das Betriebssystem am Beispiel von macOS Ventura zu löschen, öffnen Sie Systemeinstellungen. Gehen Sie zu Allgemein und klicken Sie hier auf Übertragen oder Zurücksetzen. Und dann alle Inhalte und Einstellungen löschen. Das System fordert Sie auf, Ihr Account-Passwort einzugeben. Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie dann auf Entsperren und Fortfahren, um fortzufahren. Als nächstes erscheint ein Fenster mit einer Warnung, dass alle Ihre Daten gelöscht werden. Klicken Sie zur Bestätigung auf Alle Inhalte und Einstellungen löschen. Daraufhin wird Ihr Computer mehrmals neu gestartet, und nach dem Hochfahren sehen Sie das Mac-Aktivierungsfenster. Nach erfolgreicher Aktivierung klicken Sie auf Neu starten. Nach dem Neustart sehen Sie einen Willkommen-Bildschirm. An diesem Punkt können Sie das System wie bei einem neuen Gerät konfigurieren oder es einfach abschalten und einem anderen Benutzer zur Konfiguration überlassen, wenn das Zurücksetzen für einen neuen Besitzer erfolgt ist. Wir haben also einige Möglichkeiten zur Neuinstallation von macOS vorgestellt. Es kann entweder ein Reset oder eine vollständige Neuinstallation sein. Der Installationsprozess ist recht einfach und kann auch von Nutzern ohne besondere Kenntnisse durchgeführt werden. Die Hauptsache ist, den Anweisungen genau zu folgen. Und bevor Sie mit der Installation oder dem Zurücksetzen beginnen, vergessen Sie nicht das Backup. In Zukunft wird es helfen, den Verlust wichtiger Dateien zu vermeiden. Eine saubere Systeminstallation kann verschiedene Mac-Probleme lösen, die Leistung verbessern und ein komplett sauberes System zum Arbeiten bereitstellen. Bevor Sie jedoch mit der Systeminstallation fortfahren, empfiehlt es sich, zunächst das System zu säubern. Vielleicht hilft dies, Ihr Problem zu lösen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.